Dieses moderne Flugzeug ist geschaffen, um die Schlagkraft der Luftwaffe der Vereinigten Staaten weiter zu vervollkommnen. Der Lockheed Starfighter vermag jedes heutige Kampfflugzeug, das sich am Himmel zeigt, anzugreifen und zu vernichten. Beim Rollen lässt sich die F-104 dank der hydraulischen Kraftsteuerung des Bugrades ausgezeichnet handhaben, einfach durch Bewegung der Seitenruderpedale. Aus Gewichts- und Einfachheitsgründen besitzt dieses Flugzeug keine Parkbremse. Zuverlässige Bremsklötze müssen daher bereitstehen. Zum Rollen oder für Notlandungen kann das Kabinendach in eine halboffene, verriegelte Stellung gebracht werden. Die ganz offene und verriegelte Stellung wird vom Piloten von Hand eingestellt. Ein einzelner Stift, in den D-Ring-Auslöser gesteckt, sichert den Abwärtsschleudersitz. Von außen her erlaubt ein besonderer Kabinenhandgriff den Zugang zum Führerraum. Er gestattet auch das Abdichten gegen Wasser und Staub zum Parken des Flugzeugs. Nun, mit gesichertem Sitz und verriegeltem Führerraum ist die Maschine fertig zur Übergabe an das Bodenpersonal. Die Nachrichten und elektronische Ausrüstung der F-104 ist in einem Druckraum dicht hinter dem Führerraum konzentriert. Dies erleichtert die Prüfung nach dem Fluge und die normale Wartung. Bei einer späteren voll elektronischen Anlage werden die einzelnen Einbausätze neu angeordnet und erlauben so den Ausbau jeder einzelnen Anlage durch einfaches Herausziehen aus dem elektronischen Geräteraum. Die F-104 führt eine sechsläufige Kanone vom Trommelrevolver-Typ. Es ist eine wirksame 20mm Waffe, elektrisch angetrieben und mit hoher Schussfolge. Auch was die übrigen Anlagen der F-104 betrifft, so wurden alle Anstrengungen gemacht, sie so einfach wie möglich zu halten. Es wurde jede Gelegenheit wahrgenommen, wo es um Gewichtseinsparung, Geschlossenheit der Anlage und Zugänglichkeit ging. Bequemer Zugang zu allen Teilen, die dauernde Überprüfung und Wartung verlangen, ist in das Flugzeug mit eingeplant. So wurde die besondere Aufgabe des Wartungsmechanikers sorgfältig schon beim ersten Entwurf des Starfighters berücksichtigt. Die Auswirkung dieser Auffassung von den abgetrennten Arbeitsräumen wird offenkundig, wenn wir einige Teilanlagen des Flugzeugs mehr im Einzelnen betrachten. Der Starfighter hat zwei unabhängige hydraulische Systeme von 210 ATÜ, die durchweg rostfreie Stahlrohre und flanschlose Verbindungen verwenden. Die Bewegung der vorderen Hauptfahrwerksklappen und des Dreiradfahrwerks ist elektrisch gesteuert und geschieht hydraulisch. Das Fahrwerk fährt unter normalen Betriebsbedingungen in 4 Sekunden ein oder aus. Eine wichtige Tatsache muss bedacht werden, wenn man an dieser Stelle arbeitet, nämlich, dass das Hauptfahrwerk ausgefahren und verriegelt sein muss, ehe das Schaltventil der vorderen Klappen den Öldruck zu den Klappenzylindern leitet, um diese zu schließen. Nach jeder Funktionsprüfung muss das Hydraulikaggregat jedes Mal abgeschaltet und mit einer Warntafel versehen werden, als Sicherheitsmaßnahme.
Nachdem das Aggregat abgestellt ist, werden die Sicherungsbolzen an Haupt- und Bugfahrgestell angebracht. Etwa noch vorhandener Druck im System kann durch Bewegen des Steuerknüppels aufgebraucht werden. Okay, pressure's down. We can go over the doors now. Okay, thanks. Pressure's down. Wenn der Öldruck auf Null ist, können die Klappen von Hand geöffnet werden. Jedoch bevor man im Bereich des Fahrwerksschachts zu arbeiten beginnt, werden die Hauptfahrwerksklappen gesichert durch eine einfache Blockierung um die Kolbenstange jedes Einfahrzylinders. Die meisten Hydraulikteile der F104 sind direkt an die Innenseite der großen Triebwerkszugangsklappe angebaut, die unmittelbar hinter dem Hauptfahrwerksschacht liegt. Die hier untergebrachten Teile sind der Druckspeicher für das System 1 und 2, der Druck- und Rücklauffilter für System 2 und Rücklauffilter für System 1, der Druckgeber- und Druckwarnschalter und das Schaltventil für Bodenprüfung. Im vorderen Teil des Triebwerksraumes, zu beiden Seiten des Einlaufkanals, sind die Ölbehälter für die beiden voneinander unabhängigen Hydrauliksysteme eingebaut. Auffüllen und Entleeren geschieht vom Bodenwartungspult aus direkt über der Hydraulikklappe. Bei einer Bodenprüfung ist der Messstand mit Schnellkupplungen angeschlossen. Und jedes System, einzeln oder beide gleichzeitig, können unter Druck gesetzt werden. Durch Einstellen des Schaltventils für Bodenprüfung. Das Hydrauliksystem 1 wird ausschließlich für die Steuerung benutzt. Es liefert die Kraft für die Querruder, die Höhenflosse, die Überziehwarnung und den Gierdämpfer. Das System 2 liefert zusätzliche Kraft zu den Querrudern, der Höhenflosse und über ein Vorzugsschaltventil zur Sturzflugbremse, den Triebwerksluftschaltklappen, zum Fahrwerk und zu der Bugradlenkung. Ein drittes und getrenntes Notsystem, getrieben von einer Staudruckturbine, liefert ausreichende Kraft für die Steueranlage über das System 1. Das Fahrwerk kann im Fluge durch ein besonderes Kabelsystem auch von Hand ausgelöst werden und fällt infolge Eigengewicht und Luftkraft bis in die verriegelte Endstellung. Damit ist mit jedem einzelnen dieser drei hydraulischen Systeme vollständige Steuerbarkeit jederzeit gewährleistet. Wenn der Abwärtsschleudersitz und die Bodenklappe ausgebaut sind, ist der Führerraum in allen Teilen leicht zugänglich. Sowohl der Führerraum als auch der elektronische Geräteraum sind für Flüge in extrem großer Höhe klimatisiert und unter Druck gehalten. Der im Triebwerksraum untergebrachte primäre Wärmeaustauscher ist die erste von drei Kühlstufen für die Kompressorüberschussluft zur Druckkabine. Die Kühlanlage mit dem Wasserabscheider beschließt die Aufbereitung der Luft für den Führerraum und den elektronischen Geräteraum. Atemsauerstoff und auch Druckluft für den Druckanzug des Piloten kommen von einer Hochdrucksauerstoffanlage mit drei Sauerstoffflaschen. Bei späteren Werknummern ist eine Flüssig-Sauerstoffanlage eingebaut, die die Sauerstoffzeit für den Piloten verlängert. Bei jedem dieser Systeme kann das Nachfüllen durch eine Zugangsklappe dicht hinter dem Bugradschacht geschehen. Die elektrisch getriebenen Flügelvorder- und Hinterkantenklappen in Verbindung mit Grenzschichtbeeinflussung erlauben den Starfighter die verhältnismäßig geringe Start- und Landegeschwindigkeit. Die Doppelventile für die Grenzschichtluft sind mechanisch
mit dem Hinterkantenklappen verbunden und leiten in Landestellung die Triebwerksüberschussluft über die Klappen hinweg. Jede Klappe hat ihren eigenen Antrieb, kann jedoch auch von dem Motor der anderen Klappe bewegt werden. Die Einstellung der Klappenendschalter an der F104 ist kritisch wegen des Einflusses auf die wohl ausgeglichene Aerodynamik des Flügels. Aus diesem Grunde ist es wichtig, dass die Einstellung genau mit den Vorschriften im Wartungshandbuch übereinstimmt. Die fahrtwindgetriebene Turbine dicht vor der rechten Einlaufhutze ist die Kraftwelle des Flugzeugs im Notfalle. Sie wird von Hand über einen Kabelzug ausgelöst, dann von einem Federzylinder in den Luftstrom gedrückt und vom Luftdruck voll ausgefahren bis zur verriegelten Stellung. Sie ist zur Verwendung bei allen Fluggeschwindigkeiten berechnet. Diese fahrtgesteuerte Turbine treibt sowohl die Nothydraulikpumpe als auch einen 5,5 kVA Hilfsgenerator. Hier, an dieser gut zugänglichen Stelle, liegt der Hauptteil der gesamten elektrischen Anlage für die F104. An einem bequemen Platz, weit weg von dem immer besetzten Führerraum, kann der Elektriker wichtige Einzelgeräte oder ganze Systeme überprüfen. Am vorderen Ende des Wechselstromverteilers sitzen die beiden Spannungsregler für die 20 kVA Generatoren. Eine Hochspannungswechselstromanlage für veränderliche Frequenz gestattet direkten Zahnradantrieb dieser Generatoren ohne Regelgetriebe. Die J79-Turbine ist ein Leichtbautriebwerk für hohen Schub mit einem voll modulierenden Nachverbrenner. Ihre kleine Stirnfläche zusammen mit ihrem hohen Schub und geringen Eigengewicht sind wie geschaffen für die F104 und ihren Einsatz. Dieses moderne Triebwerk besteht aus nicht vereisenden, verstellbaren Einlaufleitblechen, verstellbaren Statorschaufeln in den ersten 6 Kompressorstufen, einem geteilten Kompressorgehäuse, einem 17-stufigen Kompressorrotor einfacher und glatter Bauweise, Kompressor-Endring- und Verbrennungsteil, kurzen, leichten Brennkammern für guten Wirkungsgrad und Gewichtseinsparung, einer hohlen Turbinenwelle von extrem hoher Torsionsfestigkeit, der Turbinenkammer und einem Nachverbrenner mit einer einzigartigen aerodynamischen Strahldüse, die sich automatisch allen Kombinationen von Einlass- und Abgastemperaturen anpasst. Die J79-Turbine vermag einen extrem hohen Schub zu entwickeln, insbesondere mit Nachverbrennung. Hier prüfen Mechaniker den Winkel und Verstellbereich der verstellbaren Einlaufleitbleche und des verstellbaren Stators. Mit Winkelmesser und besonderem Einstellgerät werden Verstellbereich und Führung genau mit den Herstellervorschriften verglichen. Dieser Einstellung wird besondere Beachtung geschenkt, um eines der modernsten Attribute dieses Motors auszunützen, den vollen Leistungsstoß ohne Kompressorüberlastung. Bevor das Triebwerk eingebaut wird, überprüft man das Mittelstück des Rumpfes noch ein letztes Mal. Diese Stelle muss klar sein und alle Teile gesichert. Der Triebwerkssog bei Standläufen erzeugt einen starken Rückstrom der Luft durch diese Zone und kann Fremdkörper direkt in den Kompressor tragen. Mit Hilfe von Spezialbodengerät kann ein Triebwerkseinbau am Standplatz des Flugzeugs ohne Kräne oder andere Hebezeuge durchgeführt werden. Der Transportwagen wird ausgerichtet und die vordere Rolle in die Führung im Rumpf eingeschoben. Dann wird der Sicherungsstift eingesetzt.
wenn der Transportwagen entlastet ist und die Schienen nach dem Rumpf ausgerichtet sind, werden die vorderen Stützen entfernt und während man auf gutes Klargehen aller inneren Geräte achtet, wird der Motor in seine Lage gerollt. Die Zapfenstücke sind wegen der Zusammensetzung des Zapfenmaterials nicht vertauschbar. Der hier gezeigte besondere Zentrierungshebel sorgt dafür, dass die Lage des Zapfens unverändert bleibt. Der Abwärtsschleudersitz in der F-104 stellt eine der beachtlichsten Sicherheitsmaßnahmen für den Piloten dar. Der Abschuss wird erzielt durch ein Kartuschensitzkatapult mit Gasdruckzünder. Weiter sichert eine besondere Zugvorrichtung automatisch den Piloten während des Abschusses in seinem Sitz, während eine weitere Vorrichtung nach erfolgtem Abschuss die Anschnallgurte löst. Versehentliches Auslösen einer dieser Vorrichtungen am Boden könnte offensichtlich schwere Körperverletzungen verursachen. Jedoch kann bei völliger Beherrschung der Abschussanlage, ihrer Aufgabe und ihrer Schutzvorrichtungen jederzeit volle Sicherheit gewährleistet werden. Umfangreiche Untersuchungen, wie zum Beispiel diese Abschussvorversuche, sind während der Entwicklung dieser Anlage durchgeführt worden, die die Gefahr der Leitwerksberührung beim Abschuss ausschalten soll. Weitere Versuche, wie zum Beispiel dieser Raketenschlittenversuch in Hurricane Mesa, wobei eine Puppe in einem umgekehrt liegenden Rumpfstück verwendet wurde, halfen mit die Überschallabschussanlage für die F-104 zu erproben. Der Anbau der Außenbehälter ist ebenfalls eine Arbeit, bei der sich ein wenig Sorgfalt lohnt. Die Behälterabschussbolzen haben eine Sprengladung, die für momentanen Abwurf bei allen Fluggeschwindigkeiten ausreicht. Doch lässt sich durch Umlegen des Sicherheitsschalters in jedem Flügel der Zündstromkreis unterbrechen und man kann dann ungefährdet an dieser Stelle arbeiten. Man achte jedoch darauf, dass die Bodenmannschaft während dieser Arbeit nur an der Innenseite und an den Enden der Außenbehälter steht. Dies ist einfach eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme. Innerhalb des Führerraumes werden natürlich der Kabelhandgriff für den mechanischen Abwurf der Behälter und der Druckknopf für den Außenlastenabwurf während der Wartungsarbeiten unberührt bleiben, als allgemeine Regel. Die äußeren Flügelbehälter sind nur eine von den Möglichkeiten, die Reichweite der F-104 zu vergrößern. In der gesamten Betriebsstoffanlage werden sowohl diese Behälter als auch die inneren Flügelbehälter von der Kompressorüberschussluft unter Druck gehalten. Sie werden wahlweise und paarweise in den vorderen Hauptbehälter entleert, der dicht hinter dem Waffenraum liegt. Unmittelbar hinter dem vorderen Tank liegt der hintere Mittel- und der linke und rechte Satteltank. Alle sind Falltanks und miteinander verbunden, sodass der Brennstoff vom hinteren und von den Satteltanks durch natürliches Gefälle in den vorderen Hauptbehälter fließt. Ein einziger Füllanschluss ist für alle vier dieser inneren Behälter vorgesehen. Vier Tauchpumpen fördern den Brennstoff unter Druck zum Motor und zu den Nachverbrennerpumpen durch eine einzige Versorgungsleitung. In Bodennähe werden die Rumpfbehälter über die Flügelspitzen nach außen entlüftet. Im Steigflug sind die Tanks automatisch unter Druck infolge Brennstoffverdampfung. In großer Höhe und bei schnellem Abstieg liefert Kompressorluft den Überdruck. Schließlich ist noch ein vorderer Hilfsbehälter vorgesehen, um die Reichweite, wenn nötig, auszudehnen. Wartungsprogramm durchgeführt ist, legt die Mannschaft noch eine letzte Hand an das Flugzeug, ehe sie es für den Flug freigibt.
Letztes Einregulieren, wie zum Beispiel beim Leerlauf Brennstoffverbrauch, wird über das Mikrofon vom Boden zum Führersitz vorgenommen. Dann wird die Leerlaufenstellplatte gesichert. Alle Ablesungen werden gute Abstimmung aufeinander geprüft. Brennstoffverbrauch, Drehzahl, Abgastemperatur, Düseneinstellung, Öldruck, Hydraulikdruck, elektrische Leistung. Und alle Zahlen werden in die Prüfliste für den Bremslauf eingetragen als Unterlagen für später. Dies also ist etwa der Hintergrund und der Umfang der Arbeiten des Wartungsmechanikers. In der normalen Prüfung vor dem Fluge sind ein paar Punkte enthalten, die typisch für die F-104 sind und die einer besonderen Erwähnung an dieser Stelle wert sind. Diese Flügel zum Beispiel sind die schnellsten und dünnsten, die je an einem Flugzeug verwendet wurden. Jedoch ihre beste Ausnutzung im Fluge hängt von der Güte ihrer Oberfläche ab. Bei extrem hohen Geschwindigkeiten kann eine Widerstandserhöhung von nur 1% einen Unterschied von 10% in Beschleunigungszeit von Reise auf Höchstgeschwindigkeit ergeben. Daher hängt die Einsatzstärke der F-104 unmittelbar von der Pflege und Sorgfalt ab, die man ihrer ganzen Außenfläche angedeihen lässt. Dieser vorgepackte Bänderbremsschirm wird von einem handbedienten Kabel vom Führerraum her ausgelöst. Die federbelastete Klappe wird mittels einer Spannvorrichtung mit Kabelzug geschlossen. Für die elektronische Anlage wird ein leicht bewegliches Bodenprüfgerät benutzt, um einzelne Geräte noch in eingebautem Zustand zu prüfen. Eines dieser Geräte ist der Dreiachsendämpferanalysator, der hier gerade benutzt wird, um die automatische Roll-, Quer- und Gierdämpfer zu prüfen. Anderes spezialisiertes Bodengerät erlaubt es, die volle Munitionsladung in knapp 13 Minuten aufzufüllen. Sorgfältige Beladung und hochentwickelte Munitionsbehälterausführung erlauben eine sehr hohe Schussfolge der Bordkanone. Und nun ist die Mannschaft zufrieden, dass ihre Maschine in bestem Betriebszustand ist und für ihren eigentlichen Einsatz abgegeben werden kann. Im Vertrauen auf ihre Zuverlässigkeit und ihr technisches Können kann der Pilot an seine Aufgabe herangehen. In der vollen Überzeugung, dass ihm alle Leistung zur Verfügung steht, die der Konstrukteur in diese moderne taktische Waffe hineingelegt hat. Mit dem Starfighter ist der Pilot in der Lage, Einsätze auszuführen, die weit über die Möglichkeiten eines bisherigen Luftkampfes hinausgehen. Jedoch die erfolgreiche Durchführung eines jeden Fluges stützt sich nicht nur auf die Geschicklichkeit des Piloten, sondern auch auf diejenige der Wartungsmannschaft, die für ihn arbeitet. Das ist die Gemeinschaftsarbeit, ohne die kein militärischer Einsatz möglich wäre.